Heute in Horseland. Molly muss all ihren Mut zusammennehmen, als Sarahs Pferd bei einem Ausflug schwer erkrankt und dringend Hilfe braucht. Du musst reiten. Hallo und herzlich willkommen auf Horseland, wo es immer etwas Neues gibt. Ja. Yeah. Bei dem Betrieb hier ist es fast unmöglich, mal in Ruhe ein Schläfchen zu halten. Komm schon, Angora. Es ist wirklich schön hier draußen. Was ist wirklich schön an einer Schlammpfütze, genau da, wo ich lang muss? Na, dann geh doch einfach durch. Das meinst du doch wohl nicht ernst. Ach, das bisschen Matsch. Komm schon, kleiner Feigling. Versuch's doch mal. Was? Kleiner Feigling? Pass auf! Kleiner Feigling. Hi, Chef. Ein toller Tag. Wie ekelhaft. Das ist doch nur Matsch, Trine. Hast du etwa Angst? Ich hab keine Angst vor Matsch. Ich mag ihn nur nicht. Ist absolut nicht mein Ding. Ich kann das wirklich nicht verstehen. Man kann es doch einfach zugeben, dass man vor etwas Angst hat. Fast jeder fürchtet sich vor irgendetwas. Wie Molly zum Beispiel, aber das ist eine lange Geschichte. Wie sieht's aus, Molly? Hab's gleich geschafft. Die Hindernisse sind fast fertig. Na, endlich geschafft. Tja, wenigstens habt ihr mir geholfen. Typisch. Chloe und Zoe drücken sich mal wieder vor der Arbeit. Was ist, Chef? Wann geht's endlich los? Ich bin schon ganz aufgeregt. Du willst wohl gleich mitspringen, Trine. Aber bis zum Wettbewerb im Springreiten dauert es noch ein paar Tage. Wenn die Kinder sich nicht anstrengen, wird es wohl eher ein Wettbewerb im Abstürzen. Angora, sei nicht so boshaft. Boshaft? Du weißt es und ich weiß es. Wo gesprungen wird, wird auch gestürzt. Ich hab das Gefühl, die Pferde ahnen was. Ach, ich liebe solche Wettkämpfe. Über die Hindernisse springen und den Wind in seiner Mähne spüren und gewinnen. Fantastisch. Nun bleib mal schön am Boden, Aztek. Wenn hier irgendjemand den Wettbewerb gewinnt, bin ich das. Der strotzt nur so vor Selbstvertrauen. Tja, Button, ich wünschte, Molly hätte ein bisschen mehr davon. Wir sind noch nicht oft zusammengesprungen. Aber ich glaube, sie hat Angst. Und das macht mir Angst. Ach, Calypso, sie schafft das schon. Meinst du nicht, Scarlett? Ja, ja. Ich darf Sarah nicht im Stich lassen. Wer will zuerst? Ich. Ich nicht. Hey, Scarlett. Wie geht's dir, mein Liebling? Wollen wir beide ein paar Sprünge versuchen? Alle mal herhören. Dieses sind die verschiedenen Hindernisse, über die ihr springen müsst. Wir haben einen Bodenrick, ein Gatter, Doppelhürde und einen Ochser. Der besteht aus einer Hecke und zwei Hürden. Wir haben sie mit aufgebaut. Schon vergessen? Und das habt ihr klasse gemacht. Und jetzt braucht ihr nur noch drüber zu springen. Benny, du zuerst. Viel Glück, Benny. Zeig mal, wie du mit Aztek über das niedrige Gatter springst. Gut gemacht. Klasse, Benny. Bravo. Na und? Das schaffe ich doch mit links. Auch mit Benny auf deinem Rücken? Darum geht es nicht. Chloe, hast du Benny beobachtet? Aber wie? Also, okay. Was kannst du mir denn über seine Sprungtechnik sagen? Mal sehen. Er ist im leichten Galopp auf das Gatter zugeritten. Als er zum Sprung ansetzte, hat er die Fersen unten gehalten. Er hat sich vorgebeugt, sich im Sattel ein bisschen zurückgleiten lassen, sodass sein Rücken parallel zu Azteks Rücken war. Einwandfreier Sprung. Richtig, sehr gut. Gut beobachtet. Also Chloe hat auf Benny geachtet. Aber wohin hat Benny geguckt? Keine Ahnung. Auf das Gatter. Richtig. Geradeaus. Zwischen Azteks Ohren durch auf das Gatter und dahin, wo er landen wollte. Ah. Habt ihr das verstanden? Ja. Okay, und jetzt der Reihe nach. Wer möchte anfangen? Ich. So, und jetzt guckt ihr alle mal auf mich. Also mir wird allmählich langweilig. Hat jemand Lust auf ein Spiel mit einem Wollknäuel? Ich
werde mir das Springen ansehen. Ja, ich auch. Aber es ist doch nichts los hier. Klasse, Zoe. Gut gemacht. War doch klar. Okay, Alma, jetzt du. Ich meine... Na, also gut. Viel Glück. Toller Ritt. Super. Du warst prima. Bis jetzt die Beste. Du und Button, ihr arbeitet sehr gut zusammen. Die Beste, hm? Das fehlt uns noch. Keine Sorge, Schwesterchen. Ich rette die Familienehre. Hey, Billy, jetzt ich! Los geht's! Na, ganz ruhig. Das wäre ein Punktabzug für Chloe und Chili. Und zwar deshalb. Wer von euch weiß, was Chloe falsch gemacht hat? Sie hat nicht weit genug nach vorne geguckt. Richtig. Durch das Runtergucken hat sich ihr Gewicht verlagert. Und darauf hat Chili sofort reagiert. Das ist etwas, an das wir alle denken müssen. Ihr führt das Pferd, nicht umgekehrt. Molly, möchtest du als Nächste? Wir sind ein gutes Team. Und das beweisen wir jetzt. Besser als sie war ich allemal. Hab ich's euch nicht gesagt? Wo gesprungen wird, wird auch gestürzt. Molly, alles in Ordnung? Molly! Bewegt sie nicht! Molly, hast du Schmerzen? Molly, sag doch was! Ich habe keine Luft mehr bekommen. Willst du es noch mal versuchen? Ich hab genug. Du bist noch nicht geritten, Sarah. Ich versuch's. Mit Scarlett stimmt was nicht. Hallo, Angora. Trine, die üben ja immer noch ihre Sprünge. Alle, außer Molly und Calypso. Der Unfall ist schon 2 Tage her und sie steigt immer noch nicht auf. Sie sattelt Calypso zwar, aber sie reitet nicht. Warum denn nicht? Ich denke, sie hat Angst. Die Menschen haben Angst vorm Fallen, Katzen nicht. Richtig. Ich möchte wissen, wie sich Calypso fühlt. Es war meine Schuld. Ich weiß es. Sie hatte Angst. Und das hat mich nervös gemacht. Das stimmt nicht, Calypso. Es kommt schon mal vor, dass ein Reiter fällt. Du musst... Scarlett, was hast du denn? Es ist nichts. Wirklich. Hey, Sarah. Du bist wirklich gut geritten. Du hast morgen gute Chancen. Du kannst gewinnen. Molly, du hast noch einen ganzen Tag Zeit. Du, Ich mache nicht mit. Verstanden? Ja, tut mir leid. Und ich werde nie wieder in einem Wettbewerb mitreiten. Molly, was hast du denn? Molly, das wollte ich nicht. Ich bin deine große Schwester. Mein Pferd sollte den besten Platz haben. Kann sein, aber du hast Chilis bestes Zaumzeug verlegt. Nicht wahr? Doch wahr. Ich glaube, da sollten wir uns nicht einmischen. Na und, wenn du immer den Striegel versteckst? Kabbel, Kabbel, keiner kann das so gut wie die beiden. Ach, Trine, Streitereien sind die Würze des Lebens. Stell dir doch mal vor, wie langweilig es wäre, wenn alle sich vertragen würden. Ganz ehrlich, ich langweile mich lieber. Wenn die sich nicht beeilen, kommen wir noch alle zu spät.
Wir stehen hier dumm rum, weil die beiden sich nicht einigen können. Wo hast du denn dein Pferd, Sarah? Tja, darüber wollte ich mit euch sprechen. Ich bleib hier. Ist das ein Witz? Sarah, du reitest nicht mit? Ehrlich? Cool. Seid ihr bloß ruhig. Por qué? Warum? Geht's dir nicht gut? Doch, nur ich. Ich möchte Molly dazu bringen, wieder zu reiten. Wow. Caramba. Brauchst du vielleicht Unterstützung? Danke, aber ich krieg das schon hin. Ich werde vielleicht nicht mehr reiten können, aber im Stall ausmisten bin ich eine der Besten. Gut, sie sind weg. Jetzt könnte ich nicht mehr mit, selbst wenn ich wollte. Hä? Sarah, warum bist du nicht beim Wettbewerb? Ich würde lieber mit dir ausreiten. Wirklich? Tja, das kannst du vergessen. Hä? Molly, warte! Glaubst du, sie kann Molly überreden? Ich hoffe es. Scarlett, mit dir stimmt doch was nicht. Hast du Schmerzen? Ich möchte nicht darüber sprechen und auch nicht, dass Sarah es erfährt. Molly! Was? Es ist doch sonst nicht deine Art, so schnell aufzugeben. Bist du etwa schon mal von deinem Pferd gestürzt? So schwer, dass du nicht mehr atmen konntest? Ich habe Angst. Ich weiß, aber du darfst dich davon nicht unterkriegen lassen. Du kannst doch gar nicht mitreden. Hast du schon mal vor irgendwas richtig Angst gehabt? Um ganz ehrlich zu sein, ja. Ich bin immer zu spät zur Schule gekommen, weil ich schreckliche Angst vor einem Hund hatte. Ich wollte nicht mal an dem Tor vorbeigehen, hinter dem er bellte. Noch nicht einmal auf der anderen Straßenseite. Jeden Morgen habe ich mir vorgenommen, mutig zu sein und nicht auf den Hund zu achten. Aber ich konnte es nicht und musste wieder einen Umweg machen. Bis mein Lehrer sagte, wenn ich nochmal zu spät käme, würde ich richtig Ärger bekommen. Ich musste einfach irgendwas gegen meine Angst tun. Es ist alles gut, Sarah. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Danke, Papa. Ich werde es versuchen. Ich nahm all meinen Mut zusammen und ging an dem Tor vorbei und guckte sogar über die Mauer. Und der große, bösartige Hund entpuppte sich als kleiner weißer Pudel, der außergewöhnlich laut und tief bellen konnte. Na toll. Ich denke dran, wenn ich mich das nächste Mal vor einem kleinen Hund erschrecke. Molly, ich will doch nur sagen, mit ein bisschen Mut kannst du dich deiner Angst stellen. Wollen wir die Pferde ein Stück spazieren führen? Wir müssen ja nicht reiten, wenn du nicht willst. Versprochen? Nicht reiten. Gefällt's dir hier? Aha. Und? Willst du es mal versuchen, Molly? Lieber nicht. Sicher? Mir tun die Füße weh vom vielen Laufen. Es wäre doch viel bequemer zu reiten. Einfach aufsitzen und los. Was hast du, Scarlett? Tut dir was weh? Oh, das hört sich schlecht an. Ich befürchte, sie hat eine Kolik. Das klingt gefährlich, Sarah. Sollen wir umkehren? Ich kann sie so nicht reiten. Und zu Fuß ist der Weg zurück zu weit. Molly, du bist unsere einzige Chance. Du musst den Tierarzt holen und zwar schnell. Du musst reiten! Ich? Reiten? Das meinst du nicht wirklich. Doch, genau das meine ich. Du weißt, was bei einer Kolik passieren kann. Guck sie dir an. Oh, Scarlett. Sie muss vielleicht sogar operiert werden. Molly, wir brauchen den Tierarzt. Mach schon. Oh, Scarlett. Molly, bitte. Ich habe so furchtbare Angst um sie. Okay, ich tu's. Wir tun's. Wirklich? Oh, danke, Molly. Hör bitte auf zu weinen. Wir reiten sofort los. Kalypso und ich, wir schaffen das schon. Okay, mit ein bisschen Mut, hat sie gesagt. Dr. Martin wohnt drüben auf der anderen Seite. Ich weiß, Sarah. Wir holen ihn. Du kannst dich auf uns verlassen. Danke, das weiß ich. Jetzt wird alles gut. Mua. Also gut. Wir sind jetzt ganz mutig. Ah, wir haben keine Angst.
Wir haben keine Angst. Sch, mein Mädchen, bleib ganz ruhig. Das tut dir gut. Diese Massage soll dich und besonders deinen Darm entspannen. Gut so. Der Tierarzt kommt gleich. Oh, Scarlett, hast du etwa Angst vorm Tierarzt? Du brauchst dich doch vor Dr. Martin nicht zu fürchten. Er wird dich wieder gesund machen. Tja, was machen wir jetzt? Weit und breit kein Tor zu sehen. Ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir springen da drüber. Wir springen da drüber. Guck weit nach vorn. Fersen runter. Vorbeugen. Zurücksetzen. Und los. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Und jetzt schnell zu Dr. Martin. Du bist die Beste. Danke fürs Mitnehmen. Und danke für den tollen Sprung. Geschafft! Dr. Martin ist da! Sch, ganz ruhig, Scarlett. Du bist doch sonst nicht so ängstlich. Was sagst du zu Molly? Sie ist nur für dich wieder aufs Pferd gestiegen. Tja, Molly und Calypso, ein gutes Team. Der Tierarzt hat Scarlett in seinem Transporter zurückgebracht. Und ihr habt von der ganzen Aufregung nichts mitbekommen. Du bist derjenige, der hier was nicht mitbekommen hat. Nämlich den spannenden Wettbewerb. Wir haben Schleifen gewonnen, Chef. Ach, wie wunderbar. Ein paar bunte Schleifen zu gewinnen, ist dir wohl viel wichtiger als ein Pferd in Lebensgefahr. Oh, 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 Calypso ist so mutig, so unheimlich mutig. Sie rettet Scarlett, sie ist so mutig, sie rettet Scarlett. Nein, Trine, es war... der Tierarzt. Richtig. Aber ohne dich wäre Dr. Martin nie rechtzeitig angekommen. Danke, Calypso. Ich hätte einfach viel früher zeigen müssen, dass ich krank bin. Die Schmerzen wurden immer schlimmer. Und dann konnte nur noch der Tierarzt helfen. Jetzt reicht's mir aber mit Scarlett und Calypso. Haben die was gewonnen? Nein. An deiner Stelle würde ich ganz ruhig sein. Nicht du hast den Wettbewerb gewonnen. Es war Aztek. Glückwunsch! Warum hast du nichts gesagt? Ist doch nicht wichtig. Nicht, wenn man bedenkt, was da draußen hätte alles passieren können. Hm? Ich sage euch, Molly hat sich toll verhalten. Danke, Molly. Das war genial. Sarah, ohne dich würde ich heute noch nicht wieder reiten. Ich kann nicht behaupten, dass ich gar keine Angst mehr habe. Aber ich glaube... es wird von Tag zu Tag besser. Wirklich, ich bin gerührt. Ich bin so gerührt, ich könnte glatt in meinen Tränen ertrinken. Hoffentlich. Na, das ist doch wieder unsere alte Molly. Hey, Chloe, wie war das mit dem Ertrinken? Wetter, toller Ritt! Hey, Molly, das hast du toll gemacht! Exzellente! Das hat Molly aber wirklich gut gemacht. Ja, das kann man wohl sagen, wenn man bedenkt, was für eine Angst sie hatte. Stimmt, na klar! Wie toll, wie toll! Und ich habe jetzt noch nicht mal mehr vor Matschangst. Du hast ja recht. Ja? Ich auch nicht. Hab ich eben gehört, dass du gesagt hast, ich hätte recht? Yep. Allerdings mit einer Ausnahme. Ich habe immer noch Angst davor, dass du mir wieder auf den Schwanz trittst. Aber solange wir hier ruhig sitzen, kann das ja nicht passieren.
Autsch! Da glaubt man, man hat alles unter Kontrolle und dann sowas. Tut sehr weh. Das hättet ihr wohl gern. Ich glaub, mich tritt ein Pferd.